Hallo und willkommen, meine Freunde. Bevor diese Review startet, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ich fälschlicherweise in dieser Review ständig Skyspeeder sage. Das ist nicht richtig, denn es handelt sich hier um den Skispeeder. Das kommt davon, dass dieser Gleiter, wie auch schon in den Trailern, wie auf Skier über den Boden fliegt. Nun aber trotzdem viel Spaß bei der Review. Ja, hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Review. Heute geht's weiter. Wir haben wieder den Force Link am Start. Mit dazu gibt es ein wunderschönes Set, was man sich zusätzlich besorgen kann. Ihr könnt es hier schon sehen. Wir haben hier den Poe Dameron mit seinem Resistance Skyspeeder. Sehr, sehr cool. Den gucken wir uns etwas genauer an. Aber erst natürlich ein kleiner Blick auf die Verpackung. Sie ist in meinen Augen extrem gelungen. Hier unten natürlich wieder Force Link tragen, sonst wird das Ganze nichts. Also man kann natürlich auch so spielen, aber mit dem Force Link macht es etwas mehr Spaß. Wir haben hier Poe Dameron in seinem Resistance Skyspeeder. Das ist ja die Szene im Trailer, wo sie alle über diese Salzwüste fliegen und den roten Staub aufwirbeln. Wird wohl keine große Rolle haben, dieser Skyspeeder. Aber nichtsdestotrotz sieht er sehr, sehr cool aus. Das Verpackungsdesign ist Wahnsinn. Mir gefällt das jetzt mit diesem Kontrast, mit diesem Weiß und mit dem Rot. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist wahrscheinlich auch so eine kleine Reminiszenz an die helle Seite und die dunkle Seite. Oder vielmehr die rote. Weil Sis und Rot und Imperium und so gehört ja alles so ein bisschen zusammen. Dieser Skyspeeder hier kommt mit, kommt verpackt natürlich in Einzelteilen an. Also wir müssen ihn ein bisschen zusammenbauen. Man kann ja sehen, das ist ein Teil. Und das ist das andere Teil, das muss man zusammenstecken. Dann hat er vorne noch zwei Raketen. Was sage ich gleich? Hier haben wir Captain Poe Dameron. Und natürlich funktioniert der Force Link auch wieder mit anderen Figuren. Kylo Ren, denn sein Fighter hier, sein Silence Fighter. Und natürlich auch mit dem Ratar und Balatik. Ja, den Force Link muss man natürlich immer tragen, wenn man mit den Figuren interagiert. Aber ja, das soll es erstmal gewesen sein zur Verpackung. Gucken wir uns die Beschreibung mal ein bisschen an. Denn dort ist eigentlich ganz gut erklärt, wie das alles so vonstatten geht. Also, wir haben hier nochmal ein Bild. Dieses Teil lässt sich abmachen vom Skyspeeder. Dann haben wir hier diesen ganzen Skyspeeder, der mit einer absprengbaren Vorrichtung versehen ist. Also man kann die Tragfläche absprengen. Das könnte vielleicht auch so im Film vorkommen. Dann haben wir zwei Raketen, die sich abfeuern lassen. Wir haben einen schönen Griff, damit man auch schön mit dem Skyspeeder durch die Gegend fliegen kann. Hier fliegen die Raketen durch die Gegend und das lässt sich dann halt absprengen alles. Wir haben hier ein Landegestell, was sich ausklappen lässt. Sehr, sehr cool. Und hier hinten nochmal ein bisschen erklärt, wie man die Figur immer in den Händen halten muss, damit das Ganze funktioniert. So, wir holen unseren Force Link wieder. Den haben wir hier. Und wir holen uns den guten Poe erstmal am Start. Also den guten Poe Dameron. Wenn man ihn natürlich wieder ein bisschen näher an den Force Link ranbewegt, haben wir natürlich auch hier wieder deutsche Sprachausgabe. Wir können ihn auch so ranbewegen. Und wir hören, wenn wir den Poe Dameron mit dem Force Link tragen. Natürlich muss immer hier noch die Hand dazwischen sein. Aber das funktioniert nicht, weil ich so eine monströse Hand habe. Und man kann deutlich hören, dass wir hier eine Interaktion nach der anderen haben. Es funktioniert einfach super. Gibt uns Deckung! Ja, sehr, sehr cool. Wir feuern auf das Ziel. Die deutsche Sprachausgabe ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob er in The Last Jedi eine andere Synchronstimme haben wird. Aber nun kommen wir zum Pudelskern. Und zwar dem Skyspeeder. Der ist jetzt hier. Cooles Teil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich kann jemand, der custom-mäßig was aus dem Kasten hat, dieses Teil noch authentischer aussehen lassen. Aber so aus der Verpackung und als Kinderspielzeug gedacht, sieht er wirklich mega cool aus. Wir haben hier diese roten Streifen auf dem Skyspeeder. Hier vorne noch ein bisschen Dreck abgesetzt. Wie gesagt, einer, der sich custom-mäßig auskennt, kann da natürlich jede Menge rausholen. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Mit diesen anthrazitfarbenen Elementen, die sich hier einfügen. Auch hier wieder ein bisschen Dreck. Vorne den Maschinenraum oder vielmehr die Maschine vorne. Hier oben noch ein Lüftungsrad, was sich auch dazu benutzen lässt, das Teil abzusprengen. Das zeige ich gleich. Hier nochmal das Cockpit von Poe Dameron. Sehr, sehr cool. Hier mit Silber abgesetzt den Scheibenrahmen.
Auch hier oben wieder ein bisschen Dreck. Das Rot hier ist auch sehr, sehr cool. Mit Gurt sogar. Das kann ich euch zeigen, aber das würde ein bisschen lange dauern. Also wir können Poe Dameron natürlich hier hineinsetzen. Dazu müssen wir seine Beine erstmal ein bisschen anwinkeln. So, Poe Dameron hat den Platz eingenommen in seinen Skyspeeder. Dann haben wir einen sehr schönen Griff, den wir nehmen können. Hier vorne haben wir noch die Abschussrichtung für die Raketen. Das kann ich mal gleich zeigen. Sehr, sehr cool. Wenn man leicht drauf drückt, lässt sich auch eine Rakete abfeuern und dann die andere. Dann haben wir hier unten das Landegestell, was sich einklappen lässt. Auch sehr cool hier wieder den Force Link. Klar und deutlich zu erkennen. Das lässt sich auch reinklappen. Hier vorne haben wir seine Laserkanonen. Und wenn wir den Force Link tragen, kann man schon hören. Sehr, sehr cool. Und lässt sich natürlich auch so bewegen, dass man die Abschüsse von den Laserkanonen hört. Ja, hier oben habe ich ja schon gesagt, haben wir eine Absprengvorrichtung. Wenn wir dieses Teil betätigen, springt dieses Teil ab. Weiß nicht, ob das so im Film auch vorkommen wird. Und dann kann Poe Dameron halt so weiterfliegen. Ziemlich cool gemacht. Wir können das wieder ranklippen hier. Und auch dieses Teil lässt sich ablehnen. Und gibt noch einen Blick frei auf diese ganze Einheit, die sich darunter bewegt. Und das sind wirklich Wahnsinnsdetails hier unten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich bin restlos begeistert eigentlich. Gerade von diesen Skyspeeder und Poe Dameron. Da kann man wirklich nichts sagen. Gerade zu Weihnachten ist es sehr, sehr cool. Und ja, das soll es gewesen sein. Das war meine kleine Review zu Poe Dameron Skyspeeder. Wie gesagt, extrem gut gemacht. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.